Ich bin Gruppenleiter im Institut und zusammen mit meinem Team erforschen wir Aerosolpartikel. Und zwar interessieren wir uns für deren physikalische, chemische und biologische Eigenschaften. Aerosol ist im weitesten Sinne sind luftgetragene Partikel, feste oder flüssige Formen. Wir tun das schwerpunktmäßig im Amazonas. Das hat dann Klimarelevanz. Und seit einiger Zeit, aus gegebenem Anlass, interessieren wir uns auch für die Atem-, Sprech- und Hustenaerosole, die ein wichtiger Faktor bei der Corona-Pandemie sind. Ja, das Virus ist ca. 100-150 Nanometer groß und entsprechend kleiner als das sichtbare Licht. Was wir nutzen, ist die Strahlung vom Synchrotron in Berlin, BESI-2. Das ist Röntgenstrahlung, die ist in der Größenordnung von 1 bis 10 Nanometer. Und das ist eben klein genug, um eben kleine Strukturen, zum Beispiel die Viren oder die Aerosolpartikel, mit denen sie unterwegs sind, sehr genau zu untersuchen. Ein Synchrotron ist eine sehr große Forschungseinrichtung, im Grunde eine sehr große, sehr teure Lampe. Es ist ein Ring, in dem Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Diese Elektronen werden dann gezwungen, kleine Oszillationen quasi um die Kurve zu fliegen, das auszuführen. Und während sie das tun, senden sie sehr intensive Strahlung aus, eben im Röntgenbereich. Das heißt, das Synchrotron liefert uns sehr hochqualitative, das heißt sehr intensive und sehr definierte Strahlung, die wir sehr gut nutzen können, um Spektroskopie und Mikroskopie zu machen. Mit Blick auf die Synchrotronforschung sind es eigentlich drei Schwerpunkte. Man kann die Röntgenstrahlung nutzen, um in, ich sag mal, klassischer Kristallographie die ganzen Viren oder eben einzelne Proteine von den Viren zu untersuchen mit atomarer Auflösung. Das ist dann relevant für die Wirkstoffentwicklung. Eine weitere Anwendung wäre die Untersuchung der Viren in Zellstruktur, zum Beispiel in der menschlichen Lunge und die Art und Weise, wie sie sich da vermehren. Und die dritte Anwendung, das wäre dann unser Schwerpunkt, ist die Untersuchung der Viren in Aerosolen, die eben aus dem menschlichen Atemtrakt freigesetzt werden, beim Atmen, Husten, Sprechen und so weiter. Und da interessieren wir uns eben für die Eigenschaften der Partikel an sich und eben auch dann für die Eigenschaften der Viren in diesen Partikeln. Was wir machen, sind Einzelpartikeluntersuchungen. Das heißt, wir schauen uns dann eine gewisse Anzahl einzelner Partikel eben von Sprech- oder Atemmanövern an, die wir gesammelt haben. Und dort interessieren wir uns für die Größe, für die chemischen Eigenschaften und für die Frage eben dann, in welchen Partikelfraktionen genau die Viren unterwegs sind, was ein wichtiger Aspekt dann bei einem besseren Verständnis der Mechanismen ist. Letztlich hoffen wir, den Übertragungsmechanismus über Atemaerosole, eben Atemsprechhustenaerosole, besser zu verstehen. Und wenn wir das eingehender verstanden haben, kann man die Maßnahmen viel genauer, viel gezielter einsetzen. Seien es jetzt Masken, die Eigenschaften von Masken, Lüftung, Abstände, relevante Abstände und letztlich auch dann eben ein Definieren der Situationen, die besonders relevant als Antreiber für die Pandemie sind.